Guten Morgen, ihr Lieben. So, ich habe mich gerade umgezogen, ich bin wach geworden. Erstmal, wir haben noch recht früh, 7.39 Uhr an einem Samstag. Mir geht es wesentlich besser. Ich war auch arbeiten. Am Donnerstag habe ich schon noch gemerkt, die Blasenentzündung. Aber mittlerweile brennt es nicht mehr so wie vorher. Also es geht bergauf, Gott sei Dank. Das ist übrigens mein neues Wasser hier. Von der Arbeit, meine Chefin, die trinkt das auch und das ist, ich habe jetzt ein bisschen mich darüber informiert, das ist wirklich das allerbest getestete Wasser überhaupt. Meine Liter sind da und das trinke ich. Das Problem ist nur, das ist nicht ganz günstig, weil da ich meinte, müsste auch trinken. Ich bin froh, wenn ich einen Liter schaffe. Das ist so mein großes Manko, was ich habe, Wasser zu mir zu nehmen. Ich finde das schwierig, obwohl das so wichtig ist. Aber zu trinken. Ja, und dann geht es heute ins Gym. Dann werden die Kinder und ich zusammen frühstücken. Ich werde noch kurz einkaufen. Ich habe mir auch noch einen neuen Sauger bestellt. Der müsste heute auch kommen. So, jetzt werde ich trinken und YouTube-Vlogs gucken. Ich habe gerade so eine richtig süße, die erinnert mich an mich selbst früher, wie ich war. Vom Look her. Nicht vom Look. Vom Körperbau und alles Mögliche. Auch nicht eigentlich. Aber trotzdem erinnert die mich irgendwie an mich, nur ohne dass ich kein Selbstbewusstsein hatte und sie Selbstbewusstsein hat. Es ist lecker, aber diese Menge, ich muss einfach nicht dran denken. Und eigentlich müsste ich das besser mit dem Strohhalm trinken, weil meine Freundin meinte mal zu mir, als wir in meiner Sauna waren, hatten wir uns so eine Schorle bestellt, 500 Milliliter, so eine riesen Oschi-Schorle. Und die so, könnte ich bitte einen Strohhalm haben? Die so, du nimmst auch einen Strohhalm. Ich so, ich will aber nicht einen Strohhalm trinken. Die so, doch, trink. Und ich so, warum? Dann hat die mir erklärt, und es ist tatsächlich so, wenn du mit dem Strohhalm trinkst, kannst du viel mehr trinken und schneller. Wenn ich so die Schorle, wenn ich die so getrunken hätte, hätte ich bestimmt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um diese Schorle runterzukriegen. Mit dem Strohhalm war die innerhalb von 10 Minuten geleert. Und ich hätte sogar noch schneller trinken können. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber sie sagte, dass durch das Ziehen kriegst du viel mehr Flüssigkeit rein, als wenn du so trinkst. Also crazy irgendwie, oder? Ja, aber ich schaffe das jetzt. Ich werde das schaffen. So, wir haben jetzt 7.47 Uhr. 7.47 Uhr. Mal gucken. Ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Entsprechend. Ja, gucken wir mal, ob wir das hier so hinkriegen. Wir haben jetzt übrigens 8.04 Uhr und ich habe noch nicht mal, ich habe nur 200 Milliliter getrunken. Also ihr seht, ich, es ist so richtig Überwindung. So, ihr Lieben, ich komme gerade vom Kino. Ich war spontan mit den Kindern im Kino. Mein Schwager, doch der ist Schwager, Thorsten ist mein Schwager, hatte gefragt, ob der Carlos mit denen mit ins Kino möchte, in den Film Einfach Ich Unverbesserlich. Der Carlos hatte den zwar schon gesehen mit Dominik und Lamia im Kino, aber ja, der hatte da nochmal geguckt und weil ich den auch unbedingt sehen wollte, weil ich großer Minion-Fan und Gru-Fan bin, habe ich gedacht, komm, Lamia und ich kommen mit und dann waren wir zusammen mit den Kindern im Kino. Der Carlos ist direkt mit seinem Cousin mitzuspielen, die Lamia ist oben und chillt. Und die ist morgen mit ihrer Freundin verabredet und ich mache jetzt mir ein Mittagessen. Und zwar gibt es jetzt einen Proteinsalat. Ich habe jetzt hier zwei Möhren geraspelt, dann eine Handvoll Tomaten aus dem Garten. Dann kommt da jetzt rein Hüttenkäse und eine Dose Thunfisch. Genau, so. Lass mal hier kurz anpacken. Hi, nee, ich hatte deine neue Nummer gar nicht. Aber ja, das geht klar. Möchten die dann bei euch spielen, soll ich die zu euch bringen? Und von der Uhrzeit klappt das auf jeden Fall auch bei uns. So, perfekt. So, das war eine Dose Thunfisch in eigenem Saft. Und Hüttenkäse, genau. Und Hüttenkäse. Und das wird dann gewürzt mit Salz, Pfeffer und
Apfelessig und kein Öl. Tatsächlich kommt da kein Öl rein. So, Päckchen hier. Wundervoll. Das hat, glaube ich, ordentlich Protein. Ich werde das gleich mal tracken, nur so als Dings. Ich glaube, das hat diese ganze Portion. Darf ja die Dings überhaupt nicht mitzählen, die Möhre. Da hört es dann bei mir doch tatsächlich auf. Also so Möhre und Tomate schmecke ich nicht. Aber alles andere zwischendurch schon. So, das, das, das. Und Apfelessig. Genau. Aber so nach Gusto. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie ich da einmal so ein Esslöffel. Erstmal für den Anfang. Meersalz. Dann werden wir das gleich mal tricky tracken. Wie schon gesagt, ich bin ein salty girl. 200, sehr gut, Tomate, aber wie gesagt, das track ich nicht. 297 Kalorien hattet. Und 52 Gramm Protein. Gut, ich werde auf jeden Fall nicht das Ganze hier essen, das schaffe ich gar nicht. Aber so die Hälfte, und wenn ich dann die Hälfte für morgen lasse, dann machen wir direkt mal einen Taste-Test. Ich bin übrigens super müde. Ich merke jetzt das Krafttraining. Ja. Mmh. Oh, lecker. Schmeckt richtig gut. Mhm. Könnte, glaube ich, noch eine Möhre vertragen. Also drei Möhren, ein Paket Hüttenkäse, ein Paket Thunfisch und eventuell ein paar mehr, also ich habe jetzt wirklich so eine Handvoll genommen, ein paar mehr Cocktailtomaten, aber so an sich schmeckt auch sehr lecker. Mmh. Richtig lecker, boah, schmeckt richtig gut. Ich hab nicht gedacht. Morgen, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gestern nicht mehr gebloggt. Der Sauger kam gestern, habe ich jetzt aber extra nicht ausgepackt, weil ich den mit euch zusammen auspacken wollte. Ich hatte den gleichen hier schon mal und mein Bruder fand den so knöcke, dass ich dem den geschenkt hatte. Ich habe ihn dem geschenkt, der hat eine kleine Wohnung und ja, wie so kleine Brüder so sind, ne, mit dem Haushalt. Und dann habe ich den einfach geschenkt und jetzt habe ich mir einen neuen geholt, weil, ich zeige es euch, ich liebe den einfach. Ihr könnt normal saugen, ihr könnt saugen und wischen und ihr könnt wischen. Also es ist Wahnsinn, gerade für uns. Das Thema hatten wir aber hier schon 100 Mal. Ich zeige es euch trotzdem mal, weil wir hatten ja gesagt, mehr Realität auf YouTube. Ich weiß nicht, was aus Odins Schnelwurz rauskommt. Aber es ist das Gefühl, es sind so Pipi-Flecken. Und boah, ich muss wirklich, ihr wisst, ich sauge jeden Tag zweimal mindestens. Und eigentlich müsste ich auch zwei bis dreimal am Tag wischen. Und das ist mühselig. Ich zeige euch jetzt mal, wie das hier aussieht. Guckt mal. Ich weiß gar nicht, sieht man diesen Dreck hier? Sieht man das? Das ist wirklich hier, diese Flecken hier. Das sind Pipi-Flecken von dem. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ja, jetzt ist natürlich auch so an sich dreckig mit Hund. Ist das ja sowieso immer. Aber diese Flecken hier, ne, die machen mich ja richtig bekloppt überall. Und das werden wir dann gleich hier einmal richtig schön sauber machen. Der reinigt richtig krass gut. Wir haben hier
immer zum Wechseln auch die Bürsten. Der schrubbt richtig schön alles sauber und ist einfach mega. Wie gesagt, ich kenne den schon, ich hatte den schon mal. Ich kann euch den echt mega empfehlen. Da kommt Wasser rein, hier kommt dann das schmutzige Wasser. Und das kann man hier ganz easy peasy ausleeren und ist super in der Handhabung, mega leicht auch. Und dann steht er hier und wenn ich hier mal sauber machen muss, guck mal, hier sieht man das richtig krass. Seht ihr das? Guckt das mal an. Ja, und das ist wirklich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Ihr habt bestimmt auch gesehen, dass ich immer so einen Wischer hier überall irgendwo stehen habe. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt fängt wieder die Wintersaison an. Dann habe ich hier was, wo ich mal eben schnell beides machen kann. Saugen und wischen in einem Rutsch. Mal eben schnell alles sauber machen. Und dann ist mein innerer Monk auch komplett zufrieden. Mein Haushalt, Wäsche steht auch schon da. Und ich zeige euch den jetzt einmal in Aktion. Das ist wirklich super easy. Also richtig tolles Haushaltsgerät. Und nimmt auch nicht so viel Platz weg, muss ich sagen. Hier passt der auch perfekt hin. Weil das hier auch so Odins Ecke ist, die wirklich immer, immer schmutzig ist. Der W13 ist ganz einfach in der Handhabung. Ihr könnt den Wassertank einfach entweder mit dem kleinen Behälter auffüllen, der dabei ist, oder den Wassertank abnehmen und ihn direkt am Wasserhahn auffüllen. Und dann geht es auch schon los. Einfach richtig reinstecken nochmal und dann könnt ihr ihn einfach von der Station runternehmen und da wird auch schon die Lade auf Akkulaufzeit angezeigt, 100% hat er jetzt und dann geht es jetzt los mit dem Reinigen. Wir haben übrigens auch keine Streifen, weil optimale Wassermenge aus dem Wassertank rauskommt. Er trocknet schnell, ihr spart Zeit, weil ihr saugt und wischt gleichzeitig, also super effektiv und absolut sauber. Gerade bei hartnäckigen Flecken zeige ich euch hier gleich einmal dieser Fleck, der ist schon eingetrocknet und auch ziemlich hartnäckig und da einfach ein bisschen drauf halten und dann ist der Fleck auch schon weg, wie man sehen kann. Auch wenn irgendwas mal auslaufen sollte, gerade mit Kindern und Hund etc., ist das natürlich auch kein Problem. Wir können hier ganz easy, wie zum Beispiel jetzt hier Milch, super aufnehmen und direkt die Krümel und was alles noch dann da auf dem Boden ist, direkt mit einsaugen. Da sieht man schon in dem Tank, wie die ganze Flüssigkeit da reingefiltert wird. Und wenn ihr euch fragt, wie ihr das Gerät reinigt, es hat eine Selbstreinigungsfunktion, da drückt ihr einfach auf den Knopf und dann reinigt sich die Düsen komplett von alleine. Super einfach. Einfach den Tank dann ausleeren, das mache ich dann in der Toilette. Und schon ist alles sauber. Schaut hier auch, keine Streifen mehr und auch wirklich kein Dreck mehr auf den Fliesen. Wahnsinn, das Tuch ist komplett weiß. So, jetzt ist alles sauber gewaschen. Ich kümmere mich jetzt noch um die Wäsche. Dann muss ich auch noch einkaufen. Und ja, das war's hier für den Vormittag auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüssi!